Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der Mulle! ADK Hallo! Intel Case. Ja, wir waren jetzt. Oder er sagt, ich habe es mal geschafft, ihn aufzutreiben. Ja, war schwer beschäftigt mit äußerst wichtigen Dingen. Ich hatte da noch so ein Essen mit Putin und war dann noch bei Obama zu Besuch. Das konnte ich leider nicht mehr verschieben. Gibst du oder was einfach noch im Klo oder so? Vielleicht. Auf jeden Fall. Ich habe dir ja gerade eben schon erzählt, ich habe hier so offscreen ein bisschen, oder gesagt in der Aufnahme ohne dich hier so ein bisschen Tinkers gemacht. Jo. Hab dann auch mal hier den Hammer ein bisschen erweitert. Da habe ich noch eine Tier drauf geknüppelt für ein bisschen mehr Haltbarkeit, ein bisschen Redstone für ein bisschen schneller abbauen und nochmal ein bisschen mehr Fortune. Und ja, jetzt kommt der Punkt, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ihr werdet es mir nicht abkaufen, dass ich das alles gefarmt habe. Ihr erinnert euch, dass ich in der letzten Folge noch einen Deer hatten? Jetzt ist es ein Stack von 5. Hat er auch gecheatet? Hab ich gar nicht! Ordnung wirklich nicht. Jetzt im Ernst, ich war wirklich farm. Ich bin einfach runtergegangen. Oh, hier sind Dias. Oh, hier sind Dias. Oh, schon wieder Dias. Alter, das kaufen die mir nie im Leben ab. Weißt du, was mir gerade mal so auffällt? Was? Ich hätte vielleicht später da drüben so bei den Bergen ein bisschen abbauen sollen. Vielleicht hätten wir da noch ein paar Emeralds gefunden. Haben jetzt ja 5. Das reicht Ja. für genau Dinge, die 5 Emeralds brauchen. Oh ja, das ist sehr gut beschrieben. Na gut, Ja, ich der nehme. Mathe-Genie musste wissen. Oh ja. Auf jeden Fall, ich denke mir ganz kurz schlafen, dass wir Tag haben. Und was wollen wir heute machen? Ich bin immer noch für Botania. Können wir Das machen. Huhn gefixt. Also bei Botania, da haben sich jetzt die Mana-Pools ordentlich gefüllt. Joa. Der eine ist sogar voll. Ja, habe ich schon gesehen, der andere fast. Na gut, ich habe natürlich mein Lexika Botania rausgelegt. Ich bin mal am Schauen, wo habe ich das hingekippelt? Nein, hier ist es. Lexia Carbotania hat gesagt, als nächster Schritt Runentisch und Runen anfertigen, weil wir die jetzt für alles Coole brauchen. Wir können ja mal schauen, dass wir vielleicht mal so eine Blume machen, die uns ein bisschen was produziert. Das können wir auch machen. Was gibt's denn da so? Ich bin gerade mal am Schauen, wo die waren die. Ich blätter auch mal durchs War das Botania. wirklich hier? Flora. Kleekunia. Da bin ich auch gerade dabei. Wenn wir was Sand haben, können wir daraus Clay machen. Okay. Die wird auch nicht. Oh, die brauchen eine Rune of Earth. Cyan, Grey, Ja, ich Grey, denke mir, die Grey. brauchen jetzt alle Runen. Die Runen kannst du anscheinend mehrmals machen. Die Runen kannst du. Es gibt mehrere Runen, die du machen kannst. Die kannst du immer wieder machen. Ja, ich weiß. Dann ist gut. Wir brauchen mal nur diesen Runentisch. Ah, wir können mal hier diese Afrikan Nation machen. Die Ja, macht. da bin ich mir gerade am Durchlesen. Ja. Redstone Root? What the fuck? Eine Type of Native Fertilizer, okay. Ach so, okay, Düngerzeugs und so, Ja. verstehe. Dann könnten wir damit eigentlich gucken, ob wir ein bisschen Getreide oder so zum Wachsen kriegen, weil. Ah, fuck it. Ich glaube, das ist. Ja, da müssten wir da, oder? Ja, das können wir eigentlich werfen. Dann können wir eigentlich das Getreidefeld nach hier drüben verlegen. Oder weißt du was? Getreide ist jetzt erstmal nicht so wirklich wichtig. Wir haben Brotdose Max. Es gibt aber noch eine andere. Ich bin jetzt gerade am Schauen, wo die ist. Ich glaube, das war die. Kann sogar sein, dass sie es war. Was? Davon. Was ist? Game gecrashed. Ah. Aber es hat sich YouTube geöffnet. Ach, hast du im Spiel auf den Link geklickt oder wie? Weiß nicht. Ah, Moment, nee, mein Spiel läuft noch. War nur minimiert. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß, in Lexica Botania gibt es theoretisch irgendwelche Links, aber ich kann mich nicht erinnern, auf irgendwas draufgeklickt zu haben. Aber gut. Wir können ja auch einfach mal so machen, dass wir uns hier so eine vollen Kanate machen. Was ist das? Naja, die gibt uns, wenn sie Mana hat, gibt die uns einen Regeneration Boost. Okay. Was kostet die so? Oder warte mal, ich glaube, ich habe. Ich frage jetzt gar nicht. Es gibt ja auch Was die kostet? Heisei Dream. Wenn ich das richtig verstanden habe, regt die Mobs dazu an, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Okay, das klingt cool. Wie heißt die? Heisei Dream. Ach so, hier, okay.
Das könnten wir mal in Angriff nehmen. Oh, ja, das klingt wirklich, als macht er das, was wir sehen. Die kostet eine Rune of Wrath. Okay, ja, so dafür brauchen wir 2 Mana-Diamanten, dafür brauchen wir eine Rune of Winter. Vergiss das mal lieber ganz schnell. Ah, komm, lass erstmal den scheiß Runentisch machen. Den brauchen wir für alles. Der kostet auch, wie gesagt, das Living Walk habe ich schon vorbereitet. Du musst nur noch einen Mana-Dier zusammenknüppeln. Ja, das ist. Weißt du was, ich mache gleich mal 5 Mana-Diers. Da habe ich mal wieder eine gerade Anzahl. Na gut. 5 Mana-Diamantosch. Das geht jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben Mana-Diamanten. Die tuscht ihr hier in die Truhe rein, ne? Jo. Ich schau da mal ganz schnell. Hier, ich habe noch anscheinend eine interessante gefunden. Ah, ne, das war die nicht. Es gibt natürlich noch eine, die ich echt mal ganz gerne mal machen würde. Ja, die machen wir uns jetzt. Ja. Oder auch nicht. Rune of Wrath war die teure, ne? Ja, ich glaube schon. Ach, verdammt! Ach. Dann, was wollten wir jetzt machen nochmal? Wir wollten jetzt den Runic Altar, ne? Ja. Ja, wir haben den Runic Altar fertig! Warum zum Teufel bin ich im Cheat-Mode? Ah, wir können aber mal hier die Rose of Arcane machen. Arcano. Oder so ähnlich. Das war hier die Blume, die aus den Leveln Mana macht. Level Mana, okay. Wenn das halbwegs lukrativ ist, obwohl wir haben XP-Bäume. Das könnte ernsthaft gut sein. Dafür mache ich aber echt mal einen eigenen Mana-Pool. Wie heißt die Blume? Rosa, schlag mich tot. Rosa, schlag mich tot, okay. Ne, gibt's nicht, sorry. Oh, Manu. Okay, hier, also eine Rune of Mana. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal einen gemacht. Living Rock kann weg, Living Wood dann. Alter, wir haben auch 43 Mystical Red Petal. Ach du heilige Scheiße. Dann brauchen wir nochmal einen neuen. Von den Gedönsen. Ja, jetzt weiß auch jeder, was ich meine. Hier die Mana Spreader. Brauchen wir Mana Steel. Achso, genau, das war nur Eisen und Mana. Ja, obwohl wir Eisen eigentlich gar nicht so viel haben. Ja, weißt du, wir haben Dias Tour sind Max, aber kein Eisen. Okay. Dup, dup. Gut, was brauchen wir jetzt für die Rosa Arcana? Wir brauchen Purple. Okay, wir brauchen 3 Mana Petals. Einmal Purple und 2-mal Pink. Purple und Pink. Okay, 1, 2. Soll ich schon mal das Mana Steel machen? Nee, das mache ich schon, das ist kein Problem. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Purple, Lime und Pink. Normal. Purple, Lime, Pink. Und jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Wir brauchen eine Rune of Mana. Dafür brauchen wir eine Mana-Perle, 5 Mana-Steel. Und das wird gemacht über den Runic Altar. Der wird gemacht über 5 Living Rock und eine Mana-Pearl oder einen Mana-Diamanten. Ich würde sagen, die Mana-Perle und das Mana-Steel machen wir schon mal soweit fertig. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Dier. Was machst du jetzt gerade? Ich blätter ein bisschen im Lexika rum. Okay. Ah, gut. Okay, mit einer Blume kann man Öfen betreiben. Ja, aber ganz ehrlich, das brauchen wir nicht wirklich. Ja, gut, stimmt, haben wir auch schon. Wieso habe ich denn noch einen Mana-Diamanten gemacht? Ich frage jetzt gar nicht. Na gut, ich mache dann schon mal gerade den Runic Altar. Der wird dann nämlich anscheinend ganz easy gemacht, indem man so 5 Living Rock anbaut und dann einen Mana-Diamanten. Und wir haben den Runic Altar. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss das mal im Function Mode machen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Sieht gut aus. Und dann. Ja.
das sieht sehr funktionsfähig aus. Ich muss das nochmal gerade durchlesen. Auf jeden Fall nett animiert. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Einfach mal anzünden, hilft immer. Ich brauche dringend noch die Power Suite mit Feuerzeugarm-Dingens-Handschuh. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das sollten wir jetzt sofort anfangen. Oh ja. Man muss schließlich Prioritäten setzen. Ah. Wir von einem Tieranfall jetzt not vulnerable. A total of 16 Runes exist, on four elements. Ich hab grad keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, ich bin gerade auch im Durchblättern. Okay, man muss das mit dem Mana Spreader machen. Ja, Moment, wartet. Ich stelle einfach mal den Mana Spreader auf den Altar. Moment. Flop und flop. Oh, irgendwas ist passiert. War nichts wirklich. Function Mode? Ja, generell ist der Mana Spreader jetzt darauf eingestellt. Nur irgendwie der Dias. Oh Mann, ich hab den hier. Hast du das einfach darauf gedroppt? Ja. Passieren tut dann nicht so wirklich viel, ne? Ja, der Mana Spoiler schickt gerade irgendwie gar nichts rüber. Ich glaube, es braucht kurz. Ich leite den anderen mal auch drauf. Auf das stört dich, dass die Mana Pool im Weg sind. Moment, ich hau den Altar nochmal kurz ab und setze. Warte. Ich habe echt null Ahnung. Ich baue das mal, hau das mal kurz wieder runter. Man kann es ja einfach mit Shift rechts, hier kannst du ja alles runterhauen, was da drauf ist. Na, okay. Einfach nochmal gerade abbauen. Ach, du hast eine lustige Wespe. Ja, die sieht man zumindest besser. Die hat genauso viele Leben. Dop, 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 dop. Doof, 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 doof. Und. Function. Ich würde sagen, jetzt müssen wir einfach nur warten. Der Zombie will mitwarten. Kannst du vielleicht mal gerade googeln, ob das so richtig ist? Ich hau mal eben rein, Sekunde. Ich bin nochmal am Schauen. Yes. Also offiziell haben wir alles richtig gemacht. Ich brauche das einfach ein bisschen mit dem Mana. Oh, you follow the link to a page that does not exist yet. Hm. Oh, nice. Informativ. Ja. Also, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Wunig-Altar und haben keine Ahnung, wie er funktioniert. Ich würde sagen, ich bin jetzt im englischen Wiki, das sollte besser gehen. Ja, okay. Verdammt, was können wir währenddessen machen? Die Aufnahme ist natürlich super perfekt gelaufen bisher. Oh, when to obtain it, one must first obtain a mana pearl or a mana diamond, made by swinging the wisp. Ich mache währenddessen mal gerade Tag. So. Haben wir wieder Tag. Achso, ah, Moment, das ist nur zu craften. Hä? Ach, ich bin auf.
Okay, ja, die Sache ist nur einfach die, das braucht viel Mana. Also die sagen, man soll das mit dem Mana-Pool verbinden. Ich denke mal, es reicht mit den. Wie kann man das mit Mana-Pool verbinden? Ist schon. Du musst den, also laut dem Wiki musst du den Mana-Pool wieder genau an den Pool stellen, dann einen Block Platz lassen und dann den Runic-Altar. Dann saugt der Mana-Pool das aus dem Pool raus. Dann machen wir das doch einfach mal. Ja. Direkt daneben, ne? Ja. Und dann Blockplatz, genau. Jetzt noch irgendwie. Ja, den Rest ist ja einfach nochmal verbinden, dann schätze ich wieder. Ah, okay, also generell sendet der Mana. Banken? Was? Hoppla, das war, glaub ich, ich. So, genau, besser. Trotzdem passiert jetzt nicht so endlos viel. Meine Frames sind nur kurz eingebrochen, als ich mit dem Wand einfach einen Rechtsklick auf das Ding gemacht habe, passiert es nichts. Ich lese nochmal was genauer. Na. Ne, da passiert nicht echt auch nicht so aus dem Film. Was ist, wenn man einfach. Moment, noch bin ich nicht alle Wikis durchgegangen. Gibt zum Glück genug Vize-Beast-Wikis. Ja, muss halt nur die richtigen finden. So, das sieht doch schon vielversprechender aus. Ja, ich glaube, das müssen wir einfach in der nächsten Folge nochmal durchlesen. Ja. Sonst wird das jetzt, glaube ich, etwas langatmig. Ja. Ich würde jetzt sagen, gibt es einfach mal eine kürzere Folge. Tut mir leid, aber ihr seht ja, wie verplant wir sind. Es gibt einfach keinen. Na gut, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich informierter. Bis dahin, Ja, tschüss. ciao.